Endlich geschafft. Aber das ist ganz normal, was passiert jeden Abend, das passiert mir andauernd. Und wenn es mir nicht passiert, passiert es einer der anderen Jungs. Erstmal möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich danke, dass so viele Leute gekommen sind. Hat mir eine ganze Menge Arbeit gekostet. Genau. Aber nicht für mich. Ich habe heute, oder wir haben heute, eigentlich wären wir als Double Rocky gewesen. Heute sind wir One and Half to Rock and Friend. Ein guter Freund und Bandmusiker aus den Jahren der Schulterpolster, neonfarbenen, schwarz gestreiften Hosen, die 80er. Manni Lohus will uns heute Abend hier unterstützen. Ja, ja, auch. Und einen dicken Applaus für den jungen Manni. Es ist mir eine Freude. Schätze ich mal. Ein nicht mehr ganz so junger Mann, der heutzutage alt ist, denke ich mal. Ein junger Mann, der jetzt alt ist? Also ein Quatsch gewesen. Ein Mann, der mal jung war. Ja, aber so ist das. Bob Seger. Tschüss, Digga!
Chicago.
Freedom Chicago. Die guten alten Blues Brothers. Und die lassen uns noch nicht alleine. Die kommen jetzt auch mal. Ah. Ja, auch nicht was. Ne? Yourself.
yourself. Heißt Dan Baird, der hat keinen langen Bart. Heißt er auch Dan Baird? Ja, auf wie viel gibt's denn davon? Jede Menge. Irgendwie falsche Welt. Bärte ohne Ende. Lange Bärte, kurze Bärte, schmale Bärte. Unter der Arme Bärte gibt's auch, ja. Heute die Tage noch gesehen, hat jemand Extensions dran gemacht. Ja, war schön. Extensions unter den Armen. Yeah.
sing. Route 66 in der John Mayer-Version so ein bisschen, ja. Ja, den nächsten kennt ihr alle, da könnt ihr auch ordentlich mitsingen, schätze ich mal. Vielleicht schafft ihr das ja. Ihr werdet sofort erkennen, hoffentlich jedenfalls. Aber ich bin da guter Dinge. So scheiße spielen wir das gar nicht. Nein. Auf geht's. Kennt ihr, oder? Schüttel ist nicht katholisch, die Katholiken können das grundsätzlich besser, weil die in der Kirche immer schön laut singen. Aber naja, bei der nächsten Band könnt ihr das gleich machen, Josh Smith, der kommt ja gleich. Ne? Und da wünsche ich euch jetzt schon richtig viel Spaß. Das wird sehr geil, schätze ich mal. Bin immer gespannt. Normal spielt dieser Leute mindestens mit zwei Gitarren, wenn ich noch mehr. Ich bin da gar nicht gespannt. Das wird großartig. Immer. Ja, ja. So, unser letzter Bericht über euch. So, einfach eine kleine Einstimmung. Und ja, von Bachmann Turner Overdrive. Ah!
Leute. Das ist wie gesagt unser letztes Stück für heute. Ich hoffe, für den Anfang ein bisschen Spaß gehabt. Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Yeah. Ich stelle mal ein Gerät vor. An diesem kleinen Gerät hier, da ist wieder was schön. Was ist denn das? Ist das ein Gerät? Hallo? Auf Schlagzeug. Das ist ohne Mann. Yeah. Oder die Gitarre natürlich euer Rubinstein hier aus der Obergrafschaft. Hard as Rock. Bentheimer Sandstein. Oder Schüttdorfer Sandstein gibt es ja auch. Ne? Ja, ja, ja. Wie auch immer. Uli, schau mal. Ich bin heute kurzfristig für den Markt eingesprungen, dem geht es leider nicht so gut, ist heute schon wieder weg. Den grüße ich ganz herzlich, vielleicht steht er auch wieder im Bau und hört ein bisschen zu, ich weiß es nicht, kann ja sein. Auf jeden Fall, ich habe es kurzfristig übernommen und freut euch auf Josh Smith, der gleich kommt. Da kommt er mit Granatenband, mit Granaten so, das ist richtig schön, ich glaube, ein bisschen gedauert gerade. War vorzüglich. Yo. Und wir machen noch ein ganz bisschen weiter. Thank you.